Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Basteltutorials. Heute beschäftigen wir uns mit dem Dach des Turms. Zuletzt haben wir die Mauersegmente und die Mauerkrone fertiggestellt. Heute würde ich gerne das Dach daran nehmen. Wie ihr seht, war ich schon ein bisschen fleißig. Eine Seite ist schon fertig. Und zum Aufbau des Dachs. Ups. Wieder unser Kern aus Polyfoam. Dieses Mal habe ich mich entschieden, Wellpappe zweckzuentfremden. Gibt es in jedem guten Bastelgeschäft, Dekorationsartikelladen. Ist nicht wirklich teuer, einfach zu verarbeiten. Wie ihr seht, habe ich schon wieder etwas vorgearbeitet. Ich habe mir schon kleine Streifen geschnitten. Geht mit Schere oder einem großen Cuttermesser. Vieles funktioniert, ist ein bisschen eine Sisyphusarbeit, aber ja. Die unterste Reihe ist etwas tricky, die muss nämlich vorstehen, wie ihr hier seht. Hoffentlich seht. Zu diesem Zweck habe ich bereits zwei Reihen aneinander geklebt. Apropos Verkleben, zum Verkleben verwende ich Hundsordinären Weißleim. Ist sehr günstig, hält bombenfest. Und man bekommt es aus der Hose wieder raus. Wenn ich ordentlich geschnitten habe, sollte das auch halbwegs passen. Na, halbwegs. Tipp von meiner Seite, fixiert die Dinger. Die sind ausgesprochen flutschig, widerspenstig und gehen auch in einer halben Stunde nochmal raus. Zu diesem Zweck habe ich einfach die günstigsten Stecknadeln gekauft, die es gab. Ups. Einfach anpinnen. Wie gesagt, sollten günstige sein. Die bekommt ihr nie wieder raus. Und danach einfach Reihe für Reihe. Ich mache das Daumen mal Pi. Schneide mir ungefähr die Neigung ab. Aufsetzen, mit einem Pin fixieren, besser wären zwei. Und an der Seite abschneiden. Wenn da zwischendurch ein Stecknadelkopf raussieht, ist es eigentlich halb so tragisch. Das Ganze machen wir so weiter und so fort. Ruhig ordentlich zuschlagen beim Leim. Das Einzige, auf was es wirklich zu achten gilt, ist, dass man die Anzahl der Reihen einhält. Ansonsten sieht es komisch aus. Alle anderen Unregelmäßigkeiten lassen sich problemlos kaschieren im Nachhinein bei der Bemalung. Und so entsteht Stück für Stück unser Ziegeldach. Da ist sie. Ich glaube, ich brauche die Seite jetzt nicht fertig machen. Das Funktionsprinzip ist, glaube ich, soweit durchgedrungen. Nun haben wir noch ein kleines Problem.
Und zwar haben wir hier diese Stoßstelle. Man kann sie natürlich lassen, aber es gäbe eine einfache Lösung. Einfach kleine Schnipsel aus der Wellpappe zurechtschneiden. Ich meine, nehme meistens drei Rippen dazu. Diese einfach knicken und als Versziegel einsetzen. Wenn wir halbwegs ordentlich gearbeitet haben, wird es auch passen. Man kann auch die eine oder andere Ungenauigkeit damit wunderschön wieder verschwinden lassen. Das sieht dann in etwa so aus. Apropos Ungenauigkeit. Besser. Und so in etwa sieht es dann im halbfertigen Zustand aus. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zur Bemalanleitung. Ciao!